So, cool. Noch eine alte Kassette. Legen wir mal ein. Schauen wir mal. Und play. So, MS Boss. Loading Cartridge. Capture the Flag Project. So, hier haben wir einen kleinen Capture the Flag Multiplayer. Welchen nehmen wir denn? Ja, da sind überall 0 von 16 Spielern. Ah, die sind offline. Ach. Komm, gehen wir zu Premium Capture the Flag. Wir sind ja Premium Zocker, da brauche ich auch einen Premium Capture the Flag Server. Jo. So, also was haben wir hier? Hier ist offenbar unsere Base. Wir suchen noch weitere Spieler. Okay, C3 Flags to win. Reloaden können wir auch. Okay, Mag ist nicht sonderlich hoch, aber na, dann gehen wir mal die Karte erkunden. So, das habe ich früher übrigens gelegentlich gemacht, als diese ganzen Capture the Flag-Dinger rauskamen. Also so, nee, diese ganzen Online-Spieler, so wie hießen denn die? So wie, okay, hier geht's nicht weiter. Muss erstmal die Karte kennenlernen. Damals mit Half-Life, da kam ja dieses Online-Gaming auch auf. Nicht nur mit Half-Life, aber damals mit Half-Life halt. Und kann ich da runterfallen? Nö, okay. Kann ich hüpfen? Offenbar auch nicht. So. Ja, da gab es auf jeden Fall diese ganzen mit Counter-Strike und so, diese ganzen Spiele zum. Ah, gut, jetzt bin ich hier drüben. Aber in die Mitte komme ich nicht, ne? Ne, auf den komme ich nicht. Okay, hier oben. Da ist auch nix. Die habe ich auch immer mal wieder angeschmissen, aber ich konnte halt. Ich hatte halt kein Internet ziemlich lange. Und also Internet hatte ich erst so ab 2000. Lass mich lügen. 2002, glaube ich. Ja. Erst mit dem Studium hatte ich wirklich Internetzugang. Okay, wir haben die Flag. Auf jeden Fall habe ich damals diese Capture the. Wird aber gerade dunkel. Capture the Flag-Dinger. Bin ich auch immer allein die Dinge abgelaufen. Was ist denn das für eine Mucke hier? Kommt von hier, oder? Kommst denn du auf einmal her? Was ist das für ein Symbol? Kann ich mich ducken? Runterspringen kann ich immer noch nicht. Okay, wir gehen mal weiter. Irgendwie ist die Stimmung gerade ein bisschen negativ. Habe ich so den Eindruck. Okay, und hier gibt es so eine komische Tür. Dann gehen wir doch mal wieder zurück, holen die nächste Karte. Oh, da leuchtet was. Andere Spieler? Nein. Irgendwie ist es hier alles sehr, 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 sehr komisch. Na gut, wir holen die Flagge.
Irgendjemand hat das Spiel gejoint. Okay, dann muss die Tür ist auf. Komme ich da durch? Nö. Na gut, wir bringen mal die Karte zurück und hoffen, dass wir nicht abgeknallt werden. Wo lang muss ich? Da lang muss ich. Irgendwie finde ich es gerade ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Habt ihr das gesehen? Da war jemand. Da oben. Ist da oben auch jemand? Nee. Man kann natürlich die Qualität sein von diesem Spiel. Die raubt mir gerade schon so ein bisschen den Verstand. Aha. Okay, komm, wir bringen die Flagge zurück. Wir bringen einfach die Flagge zurück. Bei uns ist die Tür jetzt auch auf. Ah, da kommen wir auch nicht durch. Da kommt jemand. Ich kann nicht schießen. Ist leer. Kann trotzdem nicht schießen, obwohl leer ist. Obwohl ich nachgeladen habe. Okay, also das scheint hier irgendwie... Irgendwas scheint hier extrem falsch zu laufen. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Der Player scheint ein bisschen ein Freak zu sein. Okay, da ist die Flagge. Ich brauche nur noch eine. Nur noch eine Flagge muss ich nach Hause bringen. Dann hätte ich die Runde gewonnen. Ist da hinten jemand? Ne, ich sehe es nicht. Okay, da geht's auf jeden Fall hoch. Hinter dir. Ich will weglaufen. Ich will weglaufen. Okay, ich kann nicht weglaufen. Ich kann mich nur umdrehen. Und ich bin wieder entladen. Ich bin wieder entladen. Why are you here again? Please, just leave us alone. John ist wieder beigetreten. Was meint er mit here again? Was meint er mit hier again? Was meint er mit hier again? Interessant, dass jetzt ganz hell wird. Okay. Kicked from server. Reason connection to host lost. Ja, und ich muss euch leider sagen, ich scheiße. So wollte ich das eigentlich gar nicht. Weil, ja, so wollte ich das eigentlich gar nicht. Weil eigentlich wollte ich so tun, als ob ich das Spiel noch nicht gespielt hätte. So, also was ich jetzt im Prinzip gemacht habe, ist das Spiel wieder zurückgesetzt. So, wir starten nochmal den Premium-Server.
Ich hab's vorher schon mal gespielt gehabt, natürlich. Also, jetzt machen wir es mal richtig. Also, dieses ganze Erschrecken, das war jetzt auch nicht mehr wirklich, wirklich wild für mich. Als ich das erste Mal gespielt habe, ich hab's einfach mal kurz reingespielt zum Ausprobieren. Es ist ein kleines bisschen ein Horrorspiel. Aber halt nur, ja, Horror. Horror ist gelogen. Mehr so ein Creepy-Spiel. Ich wollte es euch halt trotzdem zeigen. Es ist eigentlich nur ein ganz kurzes Spiel. Aber ich habe jetzt quasi natürlich den ganzen Witz an der Sache ein bisschen kaputt gemacht. Den ganzen Witz an der Sache. Also da drüben ist wieder die zur Ballermann jetzt mal nicht. Da hinten wieder dieses rote Leuchten. Und ich kann jetzt übrigens nicht mehr rennen. Jetzt erst renne ich wieder. Jetzt müsste der Geist wiederkommen. Wir können ja noch mal gucken. Da. War sie kurz. Gehen wir jetzt aber nicht hin. Wir liefern die Flagge zurück. So, was ich euch nämlich eigentlich zeigen wollte, war... So, keine Waffen. Ich habe gar keine Möglichkeit, da zu reagieren. Zu handeln. Da ist er lang. Da ist er gerade wieder aufgeflackert. Ah, da wollte ich jetzt nicht hin. So, wir holen uns die Flagge. So, und was ich euch eigentlich erzählen wollte, zeigen wollte, nämlich war, also die Tür da hinten ist wieder auf. Was ich euch ja eigentlich zeigen wollte, war die Reaktion von diesem John Depp. Weil die ja eigentlich das Spiel ausmacht. Ich hatte bloß gedacht, ja, wenn ich es beende, dann fange ich nochmal neu an. Aber tue ich nicht. So, da kommt sie, die Person wieder. Doch, halt, was machst du? Keinen weiteren Schritt. Was immer du tust, liefer diese Flagge nicht ab. Wie hast du überhaupt Zugriff auf diesen Server bekommen? Kannst du mich hören? Wenn du das lesen kannst, drücke Y oder sage etwas. Warte, vergiss es. Ich denke, du hast gar keine Berechtigung auf diesem Server. Schieß einfach zweimal, wenn du das hier lesen kannst. Also okay, kannst du das lesen hier? Also, lass mich das mal erklären. Wenn du diese Flagge hier ablieferst, werden die Server heruntergefahren. Und das kann ich absolut nicht zulassen. Ich habe an diesem Projekt schon seit mehr als 11 Jahren gearbeitet und ich kann meine ganze Welt nicht aufs Spiel setzen. Das sieht für dich vielleicht wie ein ganz einfaches FPS-Game aus, aber... In der Tat hat der Server die Macht, die Toten wieder zu erwecken. Nun, zumindest soll er das können. Immer noch Work in Progress, also immer noch Arbeit, aber wie du wahrscheinlich siehst. Ich mache das, um meine Frau wiederzusehen. Aber sie scheint irgendwo in einer Art von Limbo gefangen zu halten. Wahrscheinlich hast du sie schon getroffen. Sie scheint vielleicht ein bisschen aggressiv, aber sie ist einfach nur ängstlich und verwirrt.
Ich beruhige sie ein bisschen, indem ich ihre Lieblingsmusik abspiele. Wenn du diese letzte Flagge ablieferst, wird ihre Seele freigesetzt. Aber ich weiß, dass ich sie zurückbringen kann. Bitte, drücke Escape und verlasse das Spiel. Bitte, bitte, bitte. So, also dieser Mensch hat quasi seine Frau verloren, die ist gestorben. Und er hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden, indem er diese Server hier betreibt. Sie in einem Zwischenzustand zu halten, mit dem er sie zurückholen kann. So. Aber was meine Meinung ist, er kann im Prinzip einfach nicht loslassen. Er hat ja auch gesagt, ihre Seele wird freigesetzt werden, wenn wir die Flagge abliefern. Und das ist ja auch eigentlich der Sinn der Sache, dass ihre Fe Seele frei ist und halt weitergeht dahin, wo sie ist. Sie ist tot. Und er kann halt im Prinzip nicht loslassen. Er hat seine Frau verloren, er kann nicht loslassen. Er versteift sich in diese fixe Idee, dass er sie wiederholen könnte. Aber ich denke, unsere Aufgabe ist wirklich einfach dafür zu sorgen, dass die Dinge ihren normalen Weg gehen können. So hart es für ihn ist, aber wir müssen die Flagge abliefern. Halt! Was machst du? Nein, nein, nein! Geh zurück zum Zentrum der Karte. Bitte, lass es! Okay. Geh zurück zur Mitte, bitte, geh zurück. Bitte, nein. Geh zurück. Liefer diese Flagge nicht ab. Hör auf. Liefer diese Flagge nicht ab. So, wir wissen, was wir tun müssen. Und wir sehen auch hier schon, guck, es wird richtig hell und freundlich und überhaupt und sowieso. Wir gehen mal an der Tür vorbei. Halt, was machst du? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Liefer diese Flagge nicht ab. Liefer diese Flagge nicht ab. Hör auf. Halt, was tust du? Okay, wir gehen zurück zur Mitte. Oh, ups. So, und damit haben wir die Seele der Frau freigesetzt. Und eigentlich finde ich, haben wir was Gutes getan. Ich denke, ich schalte jetzt diesen PC aus, höre auf mit diesem blöden Blödsinn und gehe ein bisschen nach draußen. Das schöne Wetter genießen. In diesem Sinne, Cheerio mit O.